Die Proteste werden lauter in London Heathrow und auf anderen britischen Flughäfen. Hier können zurückkehrende Spanienurlauber noch einmal den Duft von Freiheit genießen, bevor sie sich selbst für 2 Wochen isolieren müssen. Die in der Nacht zum Sonntag eingeführte Anordnung der Regierung hat die Erholungssuchenden ohne Vorwarnung ereilt. Ich musste selbst auf der Webseite der Regierung nachgucken. Es gab sonst null Informationen. Wie Sie sehen, habe ich einen entspannten Trip nach Barcelona hinter mir und bin wütend und gestresst. So ist das doch kein Leben. Wie ein Damoklesschwert schwebt der Urlaub im sonnigen Süden jetzt über etlichen Erholungssuchenden, die bereits gebucht haben. Denn die Airlines Ryanair und Jet2 lehnen Erstattungen stornierter Flüge bislang kategorisch ab. Obwohl die britische Regierung auf ihrer Webseite von nicht notwendigen Reisen nach Spanien abrät, wollen beide Unternehmen ihre Spanienflüge fortführen.